Hallo Freunde, hallo zusammen. Jetzt, nachdem das letzte Video nicht so geklappt hat, aber ich denke, ich habe das Beste draus gemacht, das mit diesem Kugeln, aber da muss ich nochmal zusammenziehen, weil die sind etwas auseinandergegangen, wobei das vielleicht gar nicht schlecht ist. Es ist die teure Perlenkette meiner Oma. Nein, Spaß, sind Plastikkugeln von 1 € Laden. Werde ich das mal versuchen. Das ist auch ein Tipp von euch. Ich weiß bloß der Name nicht mehr, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mache alles ohne Silikon dieses Mal und ziehe die Perlen drüber und schaue, dass da etwas Struktur reinkommt. Struktur. Alles klar, dann bis gleich. So Freunde, lasst uns anfangen. Ich habe mir wieder einen großen Becher Weiß, noch etwas Schwarz angerührt, das Gelb, Türkis und dieses helle Violett. Der Rahmen ist 30 x 30 cm und dann lasst uns starten. Also wie gesagt, ohne Silikon. Machen wir einen schönen Becher im Stil vom Dirty Pouring. Macht das aber schön schichtweise, also nicht so stark mischen. So, dreh den mal um. Jetzt haben wir natürlich viel Weiß. Halt. Denk mal, man kann es trotzdem erkennen. So, jetzt schauen wir, ob das reicht. Ihr seht es hier. So, dann machen wir gleich noch mal ein bisschen nach. Ich mache immer lieber ein bisschen mehr wie zu wenig. Ist mir lieber. Okay. Eine bunte Mischung. Weil wir da ja auch schon schöne Strukturen drin haben. Da noch ein bisschen runter. Sieht eigentlich auch schon cool aus, ne? Okay, aber egal. Wir machen es für den Test. Mal die Farben zur Seite stellen. Da habe ich was drin. Haha. Was ist denn heute los? Nicht normal. Okay. So, es ist nur die Frage, wie ich die Kugeln ansetze und wie sie reagieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ob das anders wie mit dem Kamm ist. So, wisst ihr was, ich drehe das Bild um. Ich denke mal, dass ich die Linien so quer durchmache. Nicht, dass wir es Parallelstriche haben. Probieren wir es einfach mal. Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt es straffen, könnt es gerade durchziehen oder wenn ihr es locker lasst, na, könnt ihr praktisch ein bisschen Rundungen reinbringen. Schauen wir mal, wenn du mal aufhörst zu wackeln. So,
Ja, nimmt natürlich viel Farbe mit. Nimmt sehr viel Farbe mit, weil die Kugeln natürlich etwas schwerer sind. Aber sollten wir hier vielleicht nochmal mit dem Hellen drüber fahren. Okay. Ist gefährlich, finde ich, weil es, wie gesagt, ziemlich schwere Kugeln sind. Aber man kann ja hier leicht ansetzen und anlupfen. Naja, ist auch gefährlich. Okay. Wie alles natürlich Übungssache. Aber für mich sind die Kugeln fast zu schwer, weil die zu arg in die Farbe drücken. Aber es gibt natürlich hier schöne Effekte. Vielleicht nicht ganz durchziehen, sondern einfach nur so, wie ich es hier gemacht habe. Komm, noch eins machen wir für den Test. Zieh das nur leicht an. Und lupf es dann an. Naja, gut, aber es macht die Farben auch etwas dreckig. Gut, war ein Test, war ein Versuch. Ich danke euch auch für den Tipp. Ich weiß es noch nicht, ob mir das so zusagt. Wobei es hier natürlich schon schöne Effekte gibt, ne? Also dieser Anfang zumindest. Man darf vielleicht nicht ganz durchziehen. Ich glaube, das ist der Trick dabei. Aber gut. Okay. War jetzt mal ein schnelles Video. Ich gehe mal kurz nochmal drüber. Mit dem Heißluftföhn. Man sieht ja hier, ich habe ein paar Zellen drin, das ist durch die Luftblasen. Aber das lasse ich eigentlich immer mit Absicht, damit es noch ein paar kleine Effekte dazukommen. Ja, hat auch was. Aber wie gesagt, ja, ist natürlich Übungssache. Am Anfang sieht es toll aus und danach nimmt es zu viel Farbe mit, meiner Meinung nach. Aber Übungssache, ihr könnt es ausprobieren. Wie gesagt, wenn er nicht ganz durchzieht, kommt es richtig cool, denke ich mal. Weil ja diese Rundungen am Anfang entstehen. Das ist, glaube ich, das Coole. Okay, cool. Trotzdem cooler Tipp von euch. Ich zeige es euch gleich von nahem. Dann bis gleich. Jetzt zeige ich euch das Bild von nahem. Okay. Das ist das, was ich gemeint habe mit diesen Rundungen am Anfang. Das kommt halt cool. So wie hier. Aber halt dann das Durchziehen ist zu viel, weil die Kugeln zu stark oder zu schwer sind, sagen wir es mal so. Und dann zieht es hier zu viel Farbe mit rein. Aber gut, es ist ein cooler Effekt. Macht Spaß. Und wie mit allem, denke ich mal, mit etwas Übung kann man da richtig gute Sachen machen. Jo, dann danke ich nochmal für den Tipp. Ich habe es probiert. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ich wünsche euch was. Tschüss. Bye.